Und damit hallo und jetzt willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Kadir und heute spielen wir wieder Jedi Survivor. Wir hatten beim letzten Mal Dagangera bekämpft und jetzt fliehen wir von diesem Turm in der Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig aufhalten. Und los geht's. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ist der Wind hier hin? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Hoffen wir jetzt mal. Nicht abstürzen, aber da unten abstürzen. Neckobecken. Halten wir einen Moment. Die nach der Mantis. Das machen wir doch mal gerne. Und schauen uns tatsächlich nach. Kommst du wieder? Fähigkeiten da. Beim letzten Mal haben wir das Überleben ein bisschen gesichert. Jetzt werden wir das Lichtschwert verbessern. Okay. Was ist jetzt hier los? So. Das Game hat einige Probleme gemacht. Sind wir denn hier? Verwirrung. Cool. Ah, also die ganzen Machtfähigkeiten müsste ich auch mal irgendwann leveln. Das machen wir auch nochmal. Ursprünglich durch. Ja, Controller. Keine Faxen. So. Funktioniert es jetzt hier? Vielleicht tausche ich mal die USB-Kabel aus irgendwann. So, aber jetzt. Ab zum Mantis. Oh mein Gott, soll das hier auch so fallen? Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich einfach... Ja. Ich glaube, wir müssen da lang. Um zurück zum Mantis zu kommen. Sieh dir die an. Das ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Okay, dann gehen wir mal da lang. Aber hier kommen wir dann. Hier kommen wir nicht mehr. Tenalor ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Definitiv ich der wünschte, letzte du Winkel. Hättest es auch sehen können. Ich weiß gar nicht, muss ich da hochklettern noch? Ich schau mal nach, ob wir da hochklettern müssen. Ich meine nämlich nicht, aber... whatever. Einfach mal schauen. Das sind sie erkunden. Und mein Controller hat sich wieder verabschiedet. Danke, Controller. Gut, super. Ich muss mal kurz das Kabel drücken. Könnt ihr mich noch hören? Ja, ihr könnt. So. Auch das gehört zu einem Video, das Controller-Kabel mal zu drücken. Das ist dann gleich, wenn es nicht funktioniert. Ja. Hoffentlich funktioniert der Controller jetzt ein bisschen konstanter. Und dann haben wir keine Störungen. Ein zweiter Versuch. Ah, aber hier haben wir einen. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Definitiv. Ein Neko. RBT. So, okay. Warum funktioniert es nicht? Weil sich mein Controller denkt, ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Ey. Danke.
Controller, also soll es funktionieren eigentlich. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Natürlich auch ein bisschen Kabelmesser. Danke, mein Freund. Ja. Und schon geht's los. Ja, das stimmt. Ey, ehrlich, was ist denn das heute? Also immer wenn man den Controller braucht, dann ist er weg. Ah, jetzt kommt auch das Flying. Hört mich noch? Ja, ihr müsst euch rein. Eieiei. Manchmal klopfen wir. Ich glaube, wir müssen hier lang. Jetzt können wir auch easy da lang laufen. Hoch, mein kleiner Freund. Mein alter Freund. So. Jetzt! Der kann echt gut. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Versperrt. Ja! So, hier muss irgendwo eine Möglichkeit sein. Du machst das großartig. Geh mal aus, das. Wie ich hoch bitte. So, hier lang. Oder? Ne, hier ist eine Kiste. Ja. Ah, ist trotzdem gut. Ich habe ja schon fast 10 Minuten dafür verbraucht, nur dass wir hier einen Controller zum Laufen kriegen. Los! Ah, jetzt hat's geklappt. Sehr gut. So. Der steht ja wieder ein NPC rum und der mal weiter durch eine Art verlassenes Tor. Okay, die sind nicht verlassen. Aber ich sehe mal nicht voll die aus. Du bist ziemlich feinfühlig, was? Ein Sandkriecher. Du weißt, was das heißt. Geldgierige Javas. Genau, geldgierige Javas. Auch in diesem Sandkriecher irgendwie kann. Sieht doch sehr gut aus. Okay, wir müssen hier entlang. Mal sehen, was uns hier erwartet. Auf dem Reittier, ich glaube, Meister Yoda ist ja. Ah, die Mantis. Wie es aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Los geht's. Ah, jetzt können wir auch hier so übersetzen.
Einfach direkt mit dem Neck um hier lang. Nein, nein, nein. Sieh dir das an, BD. Priorit. Ah, nice. Man muss die ja da durchsäbeln. Alles klar. Kehren wir zu Grease on Board zurück. Erzählen wir ihnen, was wir gefunden haben. Gut gemacht, mein Freund. Seht ihr auf der Mantis immer? Sieh nach der Mantis, alles klar. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal gleich zu Duma. Vielleicht können wir ein paar Gegenstände kaufen. Hallo sie. Wo sind denn die anderen? Sie? Hier. Du siehst aus wie neu. Warte, dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Mixologe. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terranor gefunden? Definitiv. Das ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für sie sein. Ja, ja, wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das ist richtig. Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben. Aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Saloon. Saloon. Na dann. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Auf die Reise. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Dagon Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease? Wir könnten einen guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putoli-Gewebe könntest du mal so kennen. Ich kenne es nicht so wie du. Niemand tut das. Ah, kommt er zurück? Kommt der gute alte Putoli zurück? Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ach komm, ich weiß, Grease, du bist hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Warum trau ich ihm nicht? Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Er hat so einen ähnlichen Waffengürtel wie, dann sieh. Jetzt habe ich den abvergessen. Jeddah! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Jeddah. Ich mache noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Jeddah ist ja der Planet, wo zum Teil die Jedi auch sich angesiedelt haben. Da herkommt. Willkommen zurück im Außenposten. Ja. Dachgarten haben wir jetzt. Sehr cool. Jeddah. Captain Jordis. Äh,
Und mein Controller hat sich wieder verabschiedet. Ja. Controller? Machst du auch nochmal was heute? Zum Beispiel, wie funktionieren? Ziel erreicht. Kräftig mit Ziel auf Jedi. Jetzt können wir Jedi anfunken. Ab nach Jedi. Hier hinreisen. Ich bin mal gespannt, wie die Jedi dargestellt haben. Oder ich weiß es ja schon so ein bisschen, aber fühlt sich bestimmt Jedi ist auf jeden Fall so cool. Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jedi. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Ziel ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anakoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jedi. Das ist Seer. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Hey, Carl, schau auf den Holoprojektor. Wir haben einen Anruf von Jedi. Ja, würde ich gerne, wenn der Holoprojektor funktionieren würde. Achso, jetzt kommt erst die Nachricht, interagiere mit dem Holotisch. Carl Kestis, es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist sie da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft, jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich ein für Staubsturm. Euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Pilot. Einfach voll die Frage ignoriert. Okay, hab sie. Gebt acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Imperiale Patrouillen, danke für die Warnung. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Oh, das Babyborn ist traurig. Narkis. Die Narkis Anakoreten sind ein Kult auf Jedi, welcher die Macht wehrt. Diese einsiedlerische Klostergemeinschaft wurde nach dem Narkis-Hochland benannt, der Region Jeddas, in der sich ihre Mitglieder sich häufig aufhalten. Sie verehren die Macht, die sie als Wissen und Verständnis interpretieren. Die Anakoreten glauben, dass alle Dinge in der Galaxis Personensterne, sowie Bocklins und Asteroiden, Teil eines weitläufigen Netzwerkes sind, Teil des Verständnisses sind. Jedi und andere Machtbegabte gelten als erleuchtete Wesen, die durch Wissen und Verständnis von der Macht nach außen getragen. Kann man das eigentlich übersetzen? Also den, das Galactic. Hilf dich mit Sirius Kontakt. Nein, da wollen wir schauen. Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease, hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleider. Solltest du nicht aufbrechen, Kerl? Wow, Grease. Ich wollte nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine Hände haben bei der Landung gezittert. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Ich sag nur seinen Namen, den er hat an den fünften Bruder verloren. Na dann, wollen wir mal los. Suchen wir Sirius Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Jetzt geht's. Ei. Die schon wieder nicht so gut. Was sind das denn für kleine hässliche Käfer? Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Hier lang geht's. Muss man jetzt genau aufpassen? Ja, ich sag ja, man muss genau aufpassen. Was ist das denn für ein Anhalt?
Autsch. So, nochmal hoch. Next one. Okay, da oben kannst du nicht mehr. Nächster Versuch. Kann man da hoch? Ja, da kann man hoch. Wow, das war echt cool. Muss vorsichtig sein. Ah, das war. Ja, das war meine eigene Gemeinde jetzt. Ach, ich dachte eigentlich, man könnte da hoch irgendwie. So. Ah, jetzt wird's geklappt. So, jetzt ganz schnell aber hier das Ding aktivieren. Sonst wäre ich noch wahnsinnig. Sehr gut. Und da ist Cheddar. Ich muss sagen, dafür, dass es ein Wüstenplanet ist, recht übel. Ist der Planet echt cool. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Klostermauern. Wollen wir mal aus. Alles klar. Gehen wir. Raus aus dem Platz! Was ist das für ein Ding? Wen interessiert das? Lauf um dein Leben, wenn du nicht auf diesem Felsen sterben willst. Ach du Scheiße. Ja, dort machen wir das gleiche. Es hat auf jeden Fall Zähne. Warum ist dieser ganze Planet eine einzige Todesfalle? Hallo. Ja, du. So, okay, hier kommen wir nicht lang. Aber. Wo kommen wir jetzt? Wo geht's denn jetzt hier lang? Vielleicht muss man hier nochmal raus oder so. Ach so, wir müssen durch das Tor hier. Das machen wir auch nochmal schnell. Von mir?
Ich glaube, wir spielen trotzdem jetzt nochmal, also wir verlängern das Ganze und gucken, wo der nächste Meditation Point ist, weil wir brauchen den. Damit wir abspeichern können. Sehen wir es uns an. Brauchen wir bei einem Punkt Meditation Point, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier einfach so abspreche. Da. Da geht's weiter. Das heißt, die Folge wird ein bisschen länger. Dieses Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Sie werden vor uns bei Sears Eskorte sein. Was war das jetzt? Wir verlängern dieses Video ein klein wenig. Allein schon wegen dem Fakt, weil ich keinen adäquaten Freund habe. Ich hab nicht vor, als Hüter zu enden. Hier lang oder so? Okay. Ist eine Hand. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Das verlangt tatsächlich Respekt. So. Wo muss ich lang? Oh, alle möglichen Kleintiere. Durchrennen jetzt. Imperiale. Die Jada. Und wir können bereit das nicht für die Arbeit, BD? Du bist fertig, BD. Mal sehen, wie es sich im Einsatz macht. Ja, sehr gute Frage. Wir haben kaum Leben. Aber ich sehe den ersten Sprint. Keine Lust jetzt an einem Zug zu sterben. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diese wieder zu holen. Und halte jede. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Netter Speeder. Das war also die Eskorte. So, meine Damen und Herren. Jetzt speichern wir erstmal hier ab. Geist frei machen. Und genau so. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wo unsere Eskorte eigentlich steckt. Hoffen wir, dass das Imperium sie noch nicht aufgerufen hat. War eigentlich ein Truppler. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Ken.